warum Mythos Kronstadt? Weil Kronstadt aufstand. Eine der wichtigsten Gründungsmythen der Lenin-kritischen und sowjetkritischen Linken ist, und das ist das sehr schnell geworden, schon im Jahr 21 stellen holländische und deutsche Retterkommunisten Fragen an sowjetischen Genossen oder inzwischen schon Ex-Genossen, wie sie die Niederschlagung des Kronstadt-Aufstandes erklären. Und natürlich ist von anderer Seite Kronstadt-Aufstand, wenn wir die Schriften von Trotzki zum Beispiel lesen oder die sowjetischen Bücher, immer ein Beleg dafür, dass eigentlich die linken Kritiker der Bolschewiki nur in den Händen der wirklich reaktionären Kontrarevolution gespielt haben und quasi als Türöffner für rechte Kräfte agiert haben. Das hat Lenin von Anfang an so formuliert und das zieht sich in die Publizistik und Historiographie über Kronstadt so hindurch. Und man kann sehen, bis heute haben linke Autoren aus beiden Lagern, nennen wir es mal so pro-bolschewistischen und anti-bolschewistischen, wenig Beachtung geschenkt, welche neue Quellen nach 1991 in der Ex-Sowjetunion zugänglich waren, sondern hielten im Grunde genommen an die Interpretationen, die jetzt unmittelbaren Teilnehmer der Ereignisse wie Trotzki oder Autoren, die mit Kronstadt sympathisiert haben, wie jetzt Vsevolod Volin oder Emma Goldman formulierten. Du hast dir Quellen und Forschung zum Kronstädter Aufstand selber angeschaut und hast auch da im russischsprachigen Raum dich umgetan. Wie ist denn da die Quellenlage in Russland selber? Ist es da möglich, zu einem recht genauen Bild dieses Aufstandes zu kommen? Ja, seit 91 gab es ganz solide Aufarbeitung der Quellen. Es wurden zum Beispiel in einer zweibändigen Edition Verhörsprotokolle der Aufstandsteilnehmer herausgegeben. Es gibt inzwischen gute Übersicht über Kommunikation innerhalb der bolschewistischen Führung, was Niederschlagung des Aufstandes betrifft. Es gibt Studien zu Reaktionen der Exilkreise von rechten monarchistischen bis zu gemäßigt linken Sozialdemokraten. Und Sozialrevolutionären auf den Kronstadter Aufstand. Inzwischen sind auch Flugblätter der Aufständischen selber und ihre Zeitung zugänglich geworden. Also man kann sagen, die Quellen zu Kronstadter Aufstand sind sehr gut erschlossen, was die Quellen betrifft, die zum Beispiel in Russland zugänglich waren. Mhm. Dann würde ich vorschlagen, dass wir über den Kronstädter Aufstand selber sprechen. Der fällt ja in eine Zeit, die von großer Unruhe und Unübersichtlichkeit geprägt war. Es ist die Zeit des Bürgerkriegs und genau zu dieser Zeit gab es auch Streiks in Petrograd zum Beispiel. Was waren denn die Ursachen des Aufstandes in Kronstadt selber? Es gab zunächst einmal landesweite Unzufriedenheit mit Politik der Bolschewiki und die Kronstadter Matrosen schmerzhaft betraf. Das waren vor allem Leute, die vom Land kamen. Und du hast gesagt, es war während des Bürgerkrieges. Genau genommen war das zu der Zeit, wo Bürgerkrieg zumindest im europäischen Teil von Russland schon vorbei war. Und damit entfiel die Legitimation für manche Maßnahmen, die Bolschewiki zuvor damit gerechtfertigt haben, dass es halt nun mal aus der Not des Krieges entstanden, wie Getreiderequisition bei den Bauern oder sehr rigide Politik auch gegenüber linken Kritikern. Das war ein der Gründekomplexe für Aufstand. Es gab aber auch Gründe, die sehr lokal waren, die eher mit Situation der baltischen Flotte zu tun hatten, wie zum Beispiel die Matrosen waren unzufrieden damit, dass ab jetzt die Flotte, die noch 1917 sehr wichtig war, an Bedeutung verloren hat. Also erstens, weil Krieg war vorbei und zweitens, weil es wurde immer zu zivilen Zeiten war Kriegsflotte nicht mehr so ein zentraler Bereich. Und die Kronstadter Matrosen waren aber gewöhnt, sich als eine Art Elite der Revolution zu sehen. Sie waren sozusagen so radikalster Teil der Flotte. Sie haben an allen Ereignissen seit Februar 1917 aktiv teilgenommen, wurden auch zu Land eingesetzt. Also jedes Mal, wenn es irgendwo an zuverlässigen Kräften mangelt, hat man gerne Kronstadter Matrosen geschickt. Und mit Abwertung ihrer Bedeutung waren sie natürlich nicht zufrieden. Es gab Unzufriedenheit damit, wie die politische Propagandaarbeit organisiert ist. Also es ging darum, wer soll Kommissar, also politischer Leiter der baltischen Flotte sein. Es gab aber auch so spezifische Probleme, wie einige Matrosen kamen aus Lettland und Estland
und diese Länder sind unabhängig geworden und jetzt wollten sie diese Matrosen gerne nach Hause, aber das waren oft Minensteller oder Funker, wertvolle Spezialisten und die sowjetrussische Seite war nicht sehr daran interessiert, sie zu verlieren und hat gesagt, wir führen gerade Verhandlungen, ob er nach Hause zurückkehren dürfte mit teuren Ländern, mit Estland und mit Lettland, aber haben da noch keine Ergebnisse. Also man muss auch diese Aspekte beachten, dass neben solchen Sachen wie Empörung über Hunger und mangelnde Versorgung oder repressive Politik kamen auch sehr spezifische Probleme aus der Armeeleben dazu. Du hast jetzt die Matrosen als wichtige Akteure dieses Aufstandes schon eingeführt und die Probleme, die eben die Matrosen hatten, das heißt ja auch eben der Kronstädter Matrosenaufstand, dann fände ich es interessant, sich anzuschauen, ja sozusagen von welchen politischen Motiven vielleicht geprägt ist dieser Aufstand. Also er gilt ja als sehr geprägt von den Anarchisten und es ist ja zum Beispiel auch so, dass Emma Goldman und Alexander Bergmann als prominente amerikanische Anarchisten da versucht haben, in dieser Situation zwischen den Aufständischen und den Bolschewiki zu vermitteln, erfolglos übrigens. Welche Rolle haben denn die Anarchisten tatsächlich in Kronstadt selber gespielt? Also eigentlich haben alle politischen Organisationen in Kronstadt Aufstand eher untergeordnete Rolle gespielt. Der Aufstand begann ja eigentlich nicht als Aufstand, sondern als Unmutäußerung. Und im Grunde genommen war das noch einige Tage unklar, ob der Konflikt eskaliert, ob es tatsächlich gelingt, es ohne Gewaltanwendung zu lösen, weil in Kronstadt wurde im Grunde genommen bei Vollversammlung neue politische Leitung gewählt. Und das war natürlich ein gefährlicher Präzedenzfall aus der Sicht der Bolschewiki, dass im Grunde genommen bewaffnete Teil des Staatsapparates auf einmal außer Kontrolle gerät. Aber innerhalb von diesem Kronstadter Revolutionskomitee, der gewählt wurde, da waren Vertreter von sehr unterschiedlichen Kräften. Da waren enttäuschte Bolschewiki, das war übrigens der Mehrheit der Anführer des Aufstandes. Da waren einige ehemalige Sozialrevolutionäre, da waren einige ehemalige gemäßigte Sozialdemokraten, also Menschewiki. Da gab es auch einige Anarchisten, aber es wurden auch Vertreter der Zivilbevölkerung von Kronstadt. In Kronstadt war zwar Militärfestung, aber da gab es auch Zivilbevölkerung, kamen auch ehemalige Mitglieder von bürgerlichen Parteien, von Kadetten, von Liberalen dazu. Allerdings wurden alle diese Leute nicht von ihrer Partei entsendet, sondern sie wurden im Laufe des Aufstandes gewählt von Versammlung der Matrosen. Und es ist überhaupt, gibt keinen Beleg dafür, dass irgendeine politische Organisation diesen Aufstand von vornherein vorbereitet hat. Der Anführer des Kronstadter provisorischen Revolutionären Komitees, Stepan Petritschenko, war eine Zeit lang Anarcho-Kommunist, bezeichnete sich selber so, war aber 1921 in keiner anarchistischen Gruppe aktiv organisiert und später, als er ins Ausland geflohen war, arbeitete auch mit sowjetischen Geheimdienst zusammen. Da sieht man auch, was für zwiespältiges Verhältnis die Aufständischen zu Sowjetrussland hatten. Beide Seiten, sowohl die Bolschewiki als auch die Aufständischen, betrachteten sich als Verteidiger von richtigen Sozialismus. Und das ist wahrscheinlich das Tragische am Kronstadt-Aufstand. Kronstadt-Aufstand hat auch gewisse Differenzen, die zuvor im theoretischen Bereich bestanden, in praktische Dimensionen überführt. Zum Beispiel waren aus der Bauernschaft stammende Matrosen durchaus der Meinung, man sollte natürlich Kapitalisten enteignen und Adlige, selbstverständlich. Aber dass kleine Handwerker oder Bauern Produkte ihrer Arbeit verkaufen, das war aus deren Sicht durchaus konform mit Sozialismus. Und das kollidierte natürlich mit der Vorstellung von der anderen Seite, je mehr Sozialismus, desto weniger Marktelemente. Und eigentlich führt Sozialismus zur Abschaffung von Marktwirtschaft und vom Tausch. Man sollte nicht vergessen, dass das ist ein Punkt, wo sich so die linke Mittenbildung sich drum rankt. Kronstadter sahen sich zwar durchaus als Verteidiger des Sozialismus, aber sie haben in ihren Forderungen auch solche Sachen geschrieben wie Freihandel mit Brot. Man kann sich natürlich vorstellen, dass das nicht so ganz ins Weltbild passt von denjenigen Autoren, die versuchen, Kronstadt darzustellen als der letzte Versuch, einen besseren Sozialismus oder einen richtigen Sozialismus zu retten vor autoritären Verformung der Bolschewiki.
Du hattest jetzt schon das Provisorische Revolutionäre Komitee benannt, also dieses Komitee von Kronstadt. Und du hast auch so ein paar Forderungen schon genannt, zum Beispiel diese Forderung eben nach dem Freihandel mit Brot. Vielleicht können wir uns das noch so ein bisschen genauer anschauen. Also wie hat denn dieses Provisorische Revolutionäre Komitee funktioniert? Wie hat sich es organisiert und was hat es für Forderungen letztlich aufgestellt? Also der Komitee wurde gewählt auf der Versammlung, was eigentlich zu Beginn des Kronstadt-Aufstandes gilt. Und es koordinierte die Verteidigung der Festung, aber es ist ja nicht umsonst provisorische revolutionäre Komitee. Das heißt, sie rechnete nicht damit, dass sie jetzt die Führung im Kronstadt oder geschweige denn im ganzen Land dauerhaft übernehmen, sondern die Aufständischen haben ihre Forderungen per Funk versucht zu verbreiten in der Hoffnung, es würden sich denen möglichst viele Teile der Bevölkerung auf der Ubal anschließen. Und da war natürlich eine wichtige Forderung, war Befreiung der Räte von Kontrolle durch die bolschewistische Partei, Einstellung der Repressionen gegenüber sozialistischen Parteien, wohlbemerkt nur gegenüber sozialistischen. Da waren aber auch Forderungen, wie die selbstverständlich mit großer Zustimmung rechnen könnten, wie nämlich Einstellung von Getreiderequisierungen, weil das war der Punkt, was im Grunde genommen Beziehungen von Bolschewiki zu Bauern, und Bauern waren die größte Bevölkerungsgruppe in Russland, dauerhaft verschlechterte. Bauern fühlten sich betrogen, man hat ihnen Land versprochen, aber als 1918 Bolschewiki angefangen haben, die Lebensmittel wegzunehmen, mit der Begründung, naja, ohne Lebensmittel können Leute in den Städten auch nicht überleben, fühlten sich natürlich Bauern betrogen, weil ihre Sozialismusvorstellung war durchaus, man teilt das Land der Grundbesitz auf und macht damit, was man will. Man kann sich entscheiden, ob man für sich selber Subsistenzwirtschaft betreibt oder für den Tausch produziert. Und für den Tausch produzieren hat natürlich gewisse Vorteile, weil in den Städten herrschte Hunger und Leute waren auch bereit, für Lebensmittel sehr viel herzugeben. Geld war zwar wertlos, aber Leute konnten, Stadtbevölkerung kam dann mit durchaus Luxusprodukten und teuren Sachen wie Kleidung oder Möbel und hat das oder auch manchmal Edelmetall und hat das versucht, gegen Lebensmittel einzutauschen. Und da kollidierten Interessen von Bolschewiki und Bauern natürlich sehr schnell. Und 3 Jahre lang mussten Bolschewiki sich gewaltigen Widerstand der Bauern erwehren. Und jetzt fiel auch die Begründung, warum diese Requisierungen durchgeführt wurden, weg. Und es waren durchaus Leute, die zum Beispiel Roten Terror mitgetragen haben, die Jahre zuvor gesagt, naja, jetzt, wo kein Krieg mehr herrscht, braucht man solche Mechanismen nicht mehr. Und wollten zum Beispiel, dass Sondervollmachten für CK, also für außerordentliche Kommissionen, Geheimdienst, abgeschafft werden. Oder dass zum Beispiel politische Abteilungen in Betrieben und in Armeeeinheiten, die auch der politischen Kontrolle dienten, abgeschafft werden. Allerdings haben Kronstadt und Matrosen einen Faktor nicht mitbedacht. Für Bevölkerung an den Appellierten waren sie Jahre zuvor gerade die Träger von bolschewistischen Repressionspolitik und eigentlich in dem Punkt konnten sie mit wenig Sympathie rechnen, weil zum Beispiel die Bevölkerung in Petrograd hatte regelmäßige Angst vor Matrosen. Das war ein wichtiger Punkt. Und ein anderer wichtiger Punkt war, nach 3 Jahren Bürgerkrieg war Appell an eine neue Revolution wenig erfolgsversprechend. Da haben man tatsächlich Bolschewiki schon dadurch gewonnen, dass sie während des Kronstadt-Aufstandes schon verkündet haben, schon einen Kurswechsel verkündet haben und Lebensmittelrequisierungen durch einen festen Steuer ersetzt haben und dadurch natürlich Anreiz gegeben haben für Bauern, lieber ihren Land friedlich zu bearbeiten, als statt in ein neues blutiges Krieg zu treten. Also in dem Sinne hatten die Kronstadter zwar durchaus Gespür dafür, was die Bevölkerung erwartet. Und wie gesagt, das waren Leute vom Land, die bekamen Briefe von zu Hause und wussten, wie gerade Umgang der Bolschewiki mit Bauern sei. Aber gleichzeitig appellierten sie daran, dass jetzt Kronstadter Aufstand in Tradition von vergangenen Revolutionen von Februar 1917 und von Oktober 1917 steht. Und kriegsmüde und revolutionsmüde Bevölkerung war davon wenig angetan. Es
gab zwar aber durchaus auch einige Truppenteile der Roten Armee, die noch im letzten Moment davon abgehalten wurden, rüberzulaufen und zum Beispiel auch sich weigerten, gegen Kronstadt vorzurücken. Also gegen Kronstadt Truppen zu organisieren, war für Bolschewiki eine schwere Aufgabe. Man hat erprobte Parteikader, die an dem 10. Parteitag teilnehmen und direkt vom Parteitag mit Waffe in der Hand an der Front geschickt, weil man auf parteilose Rotarmisten sich nicht immer verlassen konnte. Wenn man diesen Aufstand rückblickend bewertet, dann spielt es, denke ich, auch eine wichtige Rolle, sich die auch eher unschönen Aspekte dieser Ereignisse anzuschauen. Es gab, wie ich gelesen habe, während des Kronstädter Aufstands auch zahlreiche antisemitische Äußerungen und Vorfälle. Inwiefern gab es das also unter den Kronstädter Aufständigen, also inwiefern gab es unter denen auch Antisemiten und wie prägend war das auch für diesen Aufstand? Also jetzt, wo die Dokumente zugänglich sind, kann man sagen, das war schon ein wichtiges Thema. Es gibt zum Beispiel Briefe der Kronstädter Matrosen, die sie während des Aufstandes nach Hause geschrieben haben, die viele antisemitische Passagen enthalten. Aber einen Punkt sollte man festhalten. Dieser provisorische revolutionäre Komitee gab Zeitung heraus. Und diese Zeitung druckte regelmäßig Briefe an die Redaktion von den Aufständischen, und nach der Niederschlagung des Aufstandes sagte der Redakteur der Zeitung im Verhör, als er von CK verhört wurde, dass einige Briefe nicht abgedruckt wurden, weil sie antisemitische Passagen beinhalteten, und provisorische revolutionäre Komitee war dagegen. Also in dem Sinne waren Kronstädter, zumindest die Anführer der Kronstädter Aufstandes, viel schlauer als viele Leute, die Kronstädter Aufstand heute feiern. Sie waren nicht der Meinung, dass alles, was von unten kommt, schon deswegen gut ist, weil es von unten kommt. Ja, also diese Idee von, was von unten gefordert wird, war per se besserer Sozialismus als das, was Bolschewiki gefordert haben. Diese Illusion hatten sie gerade nicht. Und es gab einen Vorfall auf der anderen Seite bei den Truppen, die Kronstadt belagert haben, dass eine Einheit sich geweigert hat, gegen Kronstadt vorzurücken, mit der Begründung, man möchte nicht auf Seite der Juden kämpfen. Und es gab auch zum Beispiel schon im Vorfeld von Aufstand in Kronstadt Gerüchte darüber, dass eigentlich während russische Bauern enteignet werden und russische Handwerker enteignet werden, dürfen Juden unter Patronen der Bolschewiki Freihandel betreiben und genießen Privilegien und solche Gerüchte. Du hast jetzt in deiner Antwort darauf hingewiesen, dass sozusagen das, was von unten kommt, nicht automatisch quasi für die bessere Sache steht. In diese Richtung würde auch nochmal meine letzte Frage so ein bisschen gehen, die, glaube ich, einen etwas grundlegenderen Charakter hat, weil der Kronstädter Aufstand gilt ja gerade in der Linken als Beispiel für Progressivität und Basisbewegung und Selbstermächtigung in Räten. Der Kronstädter Aufstand hat die Selbstverwaltung in Räten gegenüber der Diktatur der Bolschewiki verteidigt, so wird das oft gesagt. Jetzt haben wir in der Rücksicht hier quasi gesehen, dass es ein sehr komplexes Ereignis gewesen ist, und ich denke, in dem, was du gesagt hast, ist auch deutlich, dass eigentlich sehr unterschiedliche Akteure an diesem Aufstand beteiligt gewesen sind und auch Akteure, die nicht unbedingt sympathisch gewesen sind. Was macht es für dich denn mit dem Rätegedanken? Ist das auch so ein Mythos wie der Mythos Kronstadt? Naja, linke Mythos über Räte besagt im Grunde genommen, diese Modelle, Entscheidungen zu treffen, bringt per se bessere Inhalte hervor. Und so dachten Bolschewiki am Anfang auch, bis sie festgestellt haben, dass wenn man Organe schafft, in denen nur Angehörige unterdrückter Klassen abstimmen, dadurch nicht automatisch sozialistischere Ergebnisse rauskommen. Nur weil jemand Arbeiter ist oder armer Bauer, ist er nicht automatisch für Sozialismus. Und deswegen haben Bolschewiki schon 1918 von dieser Überhöhung der Räte Abstand genommen und eigentlich Macht von den Räten nach und nach der Partei übergeben. Diejenigen Linken, die Bolschewiki für ihre Politik und für ihre Entscheidungen kritisieren, nehmen oft ungeprüft an, die Leute, die in Räten saßen, hätten bestimmt etwas Besseres gewollt und wiederholen im Grunde genommen den Fehler, den Bolschewiki gemacht haben, in der Annahme, es gibt einfach eine Entscheidungsform, die Entscheidungsinhalt in ihrem linken Sinne hervorbringen würde. Also im Sinne, es gibt
kein Grund anzunehmen, dass Beschlüsse der Räte irgendwie besser ausfallen als Beschlüsse von Parlamenten. Das hängt auch davon ab, was für Leute mit was für Positionen da sitzen. Und das hat russische Revolution sehr schnell und sehr brutal gezeigt, wo im Grunde genommen die verschiedenen Sozialismusvorstellungen, die zuerst nur theoretisch erschienen, sehr schnell praktisch miteinander kollidierten. Und ich kann jetzt nicht sagen, dass Vorstellung Sozialismus schließt auch marktwirtschaftliche Mechanismen ein, irgendwie besser erscheint als das, was Bolschewiki gefordert haben. Deswegen sollte Kritik an Bolschewiki nicht dazu führen, dass man ihre Gegner automatisch als Träger von irgendeiner besseren Sozialismusvorstellung sich vorstellt.